Das Gartenrestaurant von August Macke, eines von 7 Werken im Berner Kunstmuseum, das vor 1937 in einem deutschen Museum hing. Die Nazis haben ganz bewusst die Sammlungen durchforstet nach Kunstwerken, die ihnen missfallen haben, die sie als entartet beschimpft haben. Dazu gehörten auch Werke von August Macke. Und dieses Werk wurde 1937 aus dem städtischen Sermon-Museum in Aachen beschlagnahmt. Die beschlagnahmten Werke wurden dann verkauft, auch in die Schweiz. Viele waren Leihgaben, deshalb ist teilweise bis heute nicht bekannt, wem die Werke davor gehört haben. Auch dieser Picasso stammt aus einem deutschen Museum. Nicht nur Archive und Listen von Kunsthändlern geben Auskunft über frühere Besitzer, auch die Rückseite der Bilder ist aufschlussreich. Zollstempel und Museen sind hier gelistet. Das Kunstmuseum führt genau Buch, kann aber trotzdem nicht ausschließen, dass sich Raubkunst in seiner Sammlung befindet. Das können wir nicht in den Fällen ausschließen, wo wir die Provenienzgeschichte noch nicht komplett aufklären konnten. Forschungsbedarf gibt es bei der Hälfte der über 500 Kunstwerke im Museum, die aus dieser Zeit stammen. Eine ernüchternde Bilanz, gerade im Hinblick auf die Sammlung Gurlitt. Die Auseinandersetzung mit der Sammlung Gurlitt hat uns sensibilisiert, dass man bei einem vor 1945 entstandenen Kunstwerk die Herkunftsfrage genau klären muss. Nur wenn man weiß, wo ein Bild vorher war, kann man ausschließen, dass es nicht unter Zwang einem jüdischen Eigentümer enteignet worden ist.